Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Zuckerhasen. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört. Ich glaube, ich wollte nochmal zu ihr wegen der Armverbesserung. Ich glaube, da haben wir doch was aufgehoben vom Boss, von diesem Polizisten. I picked up traces of high-powered energy originating far away. That's why don't we make a Legion arm with it? If you use an electric Legion arm, it'll make your life easier. Ah. Eine elektrisierende Legionswaffe. Einmal der Greifhaken. Boah. Krank. Aber das Problem ist, die macht für mich nicht viel Schaden. Weil die geht ja auf Technik. Also nee, die geht nicht auf Technik und ich gehe auf Technik. Das Ding geht auf Technik. Und das ist so ein allgemeines Ding. Ja, ich probiere das hier nur nochmal aus. Boah, das sieht aber so wuchtig aus. Egal. Wir nehmen es. Wir werden einfach besser damit. So, hatte noch was anzubieten. Ich würde noch mal gerne meine Waffe verbessern. Ich schraube das Ding noch mal einen hoch. Perfekt. Ich habe mal diesen Eselskopf abgesetzt, weil ich finde, also ja, kann man drauf lassen, aber es hat nicht so zu mir gepasst. Aber dieses Outfit, dieses leicht dreckige, kaputte Outfit, das finde ich richtig geil. Passt zwar auch nicht so ganz, aber ich finde es geil. Das lasse ich an. So, ich lasse mal noch mal Musik laufen. Ich weiß nicht genau, was das macht. Da stand ja was von Menschlichkeit. Ich bekomme da Menschlichkeit. Ja. Close your eyes. Close your eyes. Come to me. Come to me. Feel alright. Feel alright. So, Abmarsch zurück und weiter geht's. Ich hab Bock. So, hier liegt noch was. Was haben wir denn hier? Friends. Verblasste Pfeife. Eine verblasste Polizeipfeife. Sie ist durch den Gebrauch glatt geworden. Die Kinder pfiffen nach ihren Freunden. Man mag ihn als Versager abgetan haben, aber zumindest in diesem Moment war er der Polizist der Kinder. Oh, wie niedlich. Ich habe ihn getötet. Hier geht's weiter. Hier haben wir ein Item. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Kerr, die Fabrik wurde von den Puppen besetzt. Was auch immer die Ursache ist, verantwortlich dafür ist die Firma Benigni. Schade. Hier gibt es nichts. Und hier geht's weiter. Passt auf, da ist jemand um die Ecke. Nö, schade. Okay. Ergo ist live. Yo, Werbung. Puh, I think we're done here, pal. Back to the hotel. Ach so. Och man. Hier komme ich nicht weiter, ja? Hm. Ach stimmt, da fällt mir ein, ich sollte ja nochmal mit Geppetto reden. Er soll hier oben irgendwo sein. Mal schauen. Da hinten ist was offen. Oh ja. Halli, hallo, Hallöchen. Oh, Geppetto. Ah, Petto. You've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Kein Ding. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. Mm-hmm. My friend, the inventor Venini, went to stop them, but he never came back. Please go save him and shut down the factory. Oh, was ist denn jetzt los? P organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people, and always be a good boy to me. Na klar, Papa. Benutzt die Slots der Pi-Organe, um die verborgene Fähigkeit deines Charakters zu aktivieren. Rüste Quartz auf der Pi-Orgel. Ich habe die ganze Zeit Pi-Organ gelesen. Ich bin auch ein bisschen bekloppt. Um den entsprechenden Effekt zu erhalten. Wenn du Quartz in jedem der Slots in einer einzigen Gruppe ausrüstest, kannst du den Synergieeffekt der Gruppe erhalten. Okay. Jedes Mal, wenn Synergieeffekte von zwei Gruppen aktiviert werden, wird die nächste dieser Phase freigeschaltet. Du kannst eine größere Vielfalt an Effekten erhalten, wenn du deine Pi-Organe in höhere Phasen bringst. Ah doch, hä? Warte mal. Pi-Organe, Pi-Orgeln? Ist das dumm? Okay.
Ketten ausweichen. Das ist ganz geil. Kann ich das ausrüsten? Ja, kann ich. Okay. Farbe-Slots hinzugefügt. Das ist auch nicht schlecht. Okay, ich würde aber erstmal das Kettenausweichen nehmen. Kann ich das jetzt hier in Slots? Ja? Ja? Und ich möchte jetzt ladungsüberwältigen Angriff verbessern. Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, warte mal. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Aha, Legion wird bei Eliminierung von Feinden geladen. Das ist geil. Okay, das nehmen wir mal. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das ist Ketten ausweichen und dann lege ich jetzt noch einen anderen Effekt drauf, ja? Ich würde es erstmal so lassen, um zu gucken, was es jetzt gebracht hat. So. You can get from City Hall to the factory with the key I just gave you. Vanini gave me that key. And now he's missing. Rescue him if you can. Mache ich. Dann ab zurück. Und im Haus auf dem Elysion Boulevard. Da ist diese Pfeife, die ich gerade gefunden habe. Da gehen wir mal schnell hin. Das ist bestimmt irgendein Event. Hat das was mit diesem Typ hier zu tun? For your information, I didn't steal this. Anscheinend nicht. Gut. Wo müssen wir dann hin? Geh mal kurz runter. Hier gibt es auch nicht. Mal kurz den hier noch eliminieren. Oh. Boom. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo ich lang muss. Ach, ich weiß, wo ich lang muss. Ach, ich wollte doch letzte Folge hier Murphy abgeben. Aber ich muss die Trillerpfeife zu der Frau bringen. Ja, stimmt. Die war hier. Jetzt kommen sie alle. Der ist tot. Aua, aua. Haha, nur einer. Puh. Wenn ihr auf die Idee kommen würdet, Puppen zu bauen, würdet ihr Hunde bauen? Also, ich würde das nicht machen. Ich meine, diese Biester. Warum sollte man Hunderoboter bauen? Sowas hast du bloß in so einem Spiel wie hier. So als Gegner. Hallo. Noch nicht. Wollt ihr mich veräppeln? Hey, that sound. Is that you, Murphy? Krass. I know that whistle. It must be Murphy. Thanks for coming by. I want to play, but I feel too sick. I don't think I can. I miss Zach and Sophie and Eric. I wish we could all play. Och Mann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das gerade total traurig. Oh nein! Die fällt jetzt auch? Oh, ich finde das gerade so traurig. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade ein bisschen gerührt. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zum Rathaus und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. So, Innenhof des Rathauses. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir demnächst eine Geschicklichkeitswaffe finden. Ich sag schon Geschicklichkeit, ich meine hier so eine Technikwaffe. Damit ich mal was anderes habe als das Rapier. So einfach mal so ein bisschen Abwechslung, das wäre echt cool. Und hier geht's raus. Yo. Here it is. Vanini works. Everything you see here belongs to Vanini. The classiest playboy and most brilliant inventor in Krat. Hm? Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? I wish we could find him. That is, if he's still kicking. Das habe ich mir auch gedacht. Warum sollten Puppen ihn am Leben lassen? Zack, 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 zack. Es lädt sich wirklich auf. Wie geil. Oha. Dann finde ich jetzt. Das finde ich jetzt echt geil. So. Ich habe eine Wurfzelle erhalten. Ja, lass mal diese Wurfzellen ausrüsten hier. Dann würde ich das hier mal tauschen gegen eine Wurfzelle. So. Ein Item. Guckt euch diese Welt an. Ey, ist die nicht fabelhaft? Oh, wie schön. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Venedig. Das war Venedig, oder? Mit dieser... Ach Quatsch, nicht Venedig.
Mein Gott, ist die eklig. Ach du, Herr Jemini. Was bist du denn? Ich meinte gerade nicht Venedig, ich meinte diese Stadt, diese ganz bunte Stadt, die so an einer Klippe ist, wo du über die Dächer schauen kannst. Ich weiß gerade nicht, wie die hieß. Oh mein Gott! Oh nee! Hallo! Ey! Mistkerl. Hier ist aber eine Leiter nach oben, das ist gut. Okay! Ein großer Kerl! Oah! Zack, zack! Oh mein Gott, oh mein Gott! Wo kommt das her? Wo kommt das alles her? Wo kommt das alles her? Das macht keinen Spaß! Warum? Ich muss jetzt erstmal was nehmen. Holy shit! Ah! Was? Wieso bin ich jetzt gestorben? Bin ich jetzt verbrannt? Alter! Mann! Weißt du, ich... Ach ja, okay. Ja, ich habe Feuerschaden erhalten. Danke! Danke für gar nichts! Wisst ihr, ich dachte, ich wollte jetzt gerade so ein 1 gegen 1 gegen den Großen machen. Und die anderen... Nee, die respektieren das nicht. Die sagen sich so, nee, da mischen wir uns ein. Schmeiß mal Feuerzähne auf den. Dafür räche ich mich. Erstmal an diesen... Oh, was hat der? Aha. Hier war diese hässliche Puppe. Und du, mein Freund. Du findest dich wohl witzig und hast mich beschmissen, ja? Oh. Geht nicht. Scheiße. Wollte springen. Ach ja, nehmen wir erstmal das hier. Zack! Bam! So, mein Freund. Jetzt regeln wir das mal wie Männer. Komm mal her. Hä? Was willst du? Ja, tu mal nicht so, als ob nichts gewesen wäre. So, der Gute. Auch erstmal... Ups, das wollte ich nicht. Der... Oh! Die mischen sich alle ein! So. Oh Mann. Zack, zack! Oh, jetzt doch der! Zack, zack! Dafür war... Also ich muss sagen... Dafür... War... Dieser Greifhack jetzt richtig gut. Ausweichen. Ausweichen. Ja. Nennt mich König. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verbessert. Okay. Da ist einer. Schnell ausschalten. Mist. Mann, macht das schon wieder Spaß. Hab ich wieder Lust. Hier ist ein Item. Hier ist ein Item. Ja. Fabelkatalysator. Wenn ich den nehme, würden sich Fabelslots aufladen. Richtig. Oh, hier liegt noch was. Fast vergessen. Ich würde sagen, beim nächsten Bossfight... Dann nehme ich kein Sternfragment. Weil der letzte war ja dadurch schon echt ein Stück leichter. Aber ein großes Stück. Ja, alle lauf. Sag mal. Bist du besoffen oder was? Oh, 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 oh. Timing. Au, 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 au. Yeah. Ich hasse dich dafür. Oh mein Gott. Okay, okay. Ah. Okay. Ah. Wow. Ausgewichen. Na, mein Gutster. Soll ich das auch mal machen, ja? Ja. Bis. Ich glaube, hier war noch was. Hier um die Ecke? Nein. Hier ist noch was. Ja, hier ist ein Telefon, lol. Another fine day in the city of Krat. But I wonder, my friend, just where you've been? Oh. Congratulations! You
You've been selected from this cast of... a little... for an exclusive, obtrusive, intrusive... transmittal. From me, Arlecchino, the king of all riddles. Now, you know what I'm called, and why I called you, and I want to know your name. But not till we're through. It's time for the riddle. No more waiting. We thank you for participating. By morning, it walks on feet numbering 4. At midday, just 2. No less and no more. It walks on 3 feet when the evening arrives. And if you solve this, then I'll know you're alive. Was? Ein Monster. Correct. Fantastic insight. Oh man. Yes, that's what I would have said if you'd been right, but you're not. I'm not angry, just disappointed. And a little angry. You caller are an absolute blockhead. But you know what, caller? It's been quite a pleasure. So I think you've earned quite a nice piece of treasure. Oh, don't take it so hard, my dear incorrect friend. As a first-time riddle riddler, you get a free pen. But I'm all out of pens, so I hope you'll agree. It's thrice as nice to get a Trinity Key. My next riddle won't be so simple to crack. Arlecchino's the king. Not some riddling cheap jack. Okay, also war jetzt die Antwort Menschen oder nicht? War das jetzt einfach nur, dass gar keine Antwort richtig war? Ich hab das nicht so ganz gerafft gerade. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu blöd. Ach, hier ist noch ein Item. Seht ihr? So. Hier geht's hoch. Okay. Da unten ist ein Stargazer. Attention, attention! Elektroblitz ist effektiv, um Puppen zu bändigen. Geh aus dem Weg, wenn du kein Stalker bist. Okay. Kette. Kette? Was ist eine Kette? Eine Kette, die kraftvoll geschwungen werden kann, fügt jedem in der Umgebung Schlagschaden zu und wirbelt die getroffenen Gegner herum. Okay, lass mal ausprobieren. Oh, ein großer. Kann ich mich anschleichen? Die Puppen leben. Die Puppen leben. Okay. Okay. Die halten aber auch eine ganze Menge aus. Das finde ich nicht so toll. Wartet, wartet. Oh, 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 jetzt habe ich keine mehr. Ah ja, toll. Das war eine tolle Kette. Ausgewichen. Oh! Ah, wow. Einmal das Rad rausgeholt und das war's. Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ey! Zack, zack, zack! Oh, zweimal Schlag dazu! Das ist neu, das ist neu. Warum hat das gemacht? Das war gut! Das war mega gut! Boom! Geh weg, du Krepel! Na, jetzt bist du dran! Wolltest du völlig in Ruhe lassen? Zack, zack und boom! Trübes Ergo-Fragment, Sternenfragment. Sägezahnrad, leuchtendes Ego-Fragment. Oh, hallo. Ah, oh mein Gott. Ist es ein Boss? Let's find out. Ich habe 3000 Ergo. Puh, naja, gut. Ah, was? Ich kann hier drin nicht laufen. Was passiert, wenn ich verdorben bin? Mal ausprobieren. Bin ich tot? Bin ich dann tot? Ich verliere Leben. Cool. Ja, geil. Hallo. Ein Gutster. Ah, ah, uh, 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 uh.
Das nehme ich noch mit. Lass dich nicht stören. Oh, jetzt haut er aus. Hey, du, lass dir Zeit, ne? Okay, ich habe eine Klinge behalten. Okay. Oh, er dreht sich. Er dreht sich! Ah! Oh mein Gott! Nimm! Alter! Vielleicht tot? Ah, das nehme ich noch mit. Ja, versteckter Mondstein. Und hoch. Oh, ich sterbe. Den kann man bestimmt besiegen. Aber das ist ja voll unfair, weil man da ja noch Leben abzubekommt durch Verderbnis. Hier kommt man nicht raus. Oh, ich sterbe. Schnell, hierher. Woo. Jetzt erstmal schauen, was das für eine nette Waffe war. Hier. Technik! Die geht auf. Ja. Technik! Woo. Was? Das soll eine Technikwaffe sein. Oh. Okay, ich bin aber zu schwer. Mist. Das ist nicht gut. Und wenn ich zu schwer bin, dann habe ich eine kurze Rolle. Ist sie an sich nur so langsam oder ist das, weil ich... Oh mein Gott! Ist die so langsam, weil ich schwer bin, also weil es zu schwer ist? Nee, das sollte ja nicht, oder? Wartet, das können wir ja gleich testen. Nein, die ist genauso schnell. Somit ist das die normale Geschwindigkeit. Oh, die ist aber langsam. Holy shit. Oh, das ist aber geil. Oh, die behalten wir erstmal. Ich würde mal kurz zu dieser netten Frau gehen, die uns unsere Stufen aufsteigen lässt. Und dann hier auf dieses Teil gehen, wo ich mehr tragen kann. Hi. We have a moment to must understand. The city is on its deathbed. Ja. The petrification disease spreads too fast. Ja. Nobody knows what caused the disaster. Everyone in Croft. That's why I found you. Our only hope. Geppetto's puppet. Ja. We're both unique. I am able to wield the power of Ergo. Power I used to call on you. Jo. That's all I can say for now. Please. Ja, dann gib mir mal hier ein paar Stufen. Das war maximale Ladung, richtig? Ja, da kann ich mehr Gewicht tragen. Oh, ja. Okay, das nehmen wir erstmal. So. Stufenaufstieg. Jetzt kann ich doch noch... Ich kann mir doch noch mehr Ergo geben. Ich habe doch hier das hier, genau. Und 1400. Das nehmen wir mal. Nutzen. 9. 2000. Ja, geil. Ja. Das geben wir nochmal ab. Maximale Ladung. Immer noch zu schwer. Stufenaufstieg. Krass. Na gut. Dann sei es so. Wir könnten jetzt noch schauen, dass wir hier irgendwas wieder ablegen. Perfekt. Ja, jetzt sind wir nicht mehr schwer. Geil. Und zurück. Jetzt schauen wir mal noch, was hier in der Fabrik so rumliegt, rumwabert, rumschlummert. Trübes Ergo-Fragment. Hallo. Boom. Oh, die greift sehr langsam an. Da müssen wir schauen. Hey, warte mal. Was passiert, wenn ich zu schwer bin? Weil meine Rolle ist genauso. Oh, hier ist es heiß. Hier unten ist eine Schmiede, nicht? Oh, this place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Jo. Hi! Jo! Mach mal halblang. Wow. Aber ausdauertechnisch. So. Oh Mann! Hey, ganz ruhig. Boom. Oh, wie geil. Zack. Zack. Oh. Lock. Oh, wer bist du denn? Ja. Oh mein Gott, der lebt da noch. Ich habe jetzt hier verschiedenste... Ich habe jetzt zweimal Fähigkeiten. Die möchte ich auch noch benutzen. So, jetzt haben wir hier Schockkartusche. So. Ah, ja.
Bericht des Fabrikverwalters. Sehr geehrter Mr. Venegni, auf Ihre Anweisung hin habe ich eine Qualitätsprüfung des von den Alchemisten gelieferten Ergo durchgeführt. Natürlich geschah dies im Geheimen. Die Qualität des Ergo wurde mit der Zeit immer schlechter. Ich stelle zwar nicht den Ruf der Alchemisten in Frage, aber die Einbüßen bei der Qualität sind zu groß, um sie als Zufall zu bezeichnen. Wenn das so weitergeht, werden die Puppen in diesem Quartal mit hoher Wahrscheinlichkeit Defekte aufweisen. Schließlich ist die Qualität des Ergo von größter Wichtigkeit. Oh mein Gott, die haben gefuscht. Das Ergo ist immer schlechter geworden und deswegen sind die Puppen durchgedreht. Oh mein Gott. Hier oben ist... Oh, hier ist was. Da steckt der Mondstein. Geil. Und du. Ah. Zack. Oh. Oh, die Waffe. Die ist zwar nicht so schnell, aber die hat fett Wumms. Ah, das liebe ich. Buntes Ergo Fragment. Oh, hallo? Hallo? Hey, hey, hey. Mach dir keinen Scheiß. Hey, ich hab gesagt, oh mein Gott. Hallo? Komm hier nicht vorbei. Nö. Cool. Bosskampf, ja? Ah ja. Wer bist du denn? Ich würde mal hier oben bleiben und, Ich komm, wir gehen runter. Ei! Ah! Ah, der hat gute Rüstung. Aber hier hinten nicht, ne? Hier hinten bist du schwach. Oh, Mist. Zu langsam. Okay, wir haben noch die Fähigkeit, die möchte ich mal schnell noch nutzen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Lass mich jetzt vorbei. Hey! Spitzt du oder was? Erstmal was nehmen. Der macht gar keinen Schaden. Macht gar. Oh. Jetzt. Aua! Der mit seinem scheiß Fußtritt. Er macht einen Fußtritt. Nein, er macht ihn nicht. Ich muss einen Trank nehmen. Und lass mich vorbei. Boom. Zack. Zack. Oh, wie geil. Legion. Kaliber. Versteckter Mondstein. Ja, mal kurz gucken, was das ist. Oh, ein Korrekturgerät zur Modifikation der Legionswaffe, das nur in der Werkstatt zu finden ist. Oh mein Gott, da kriege ich bestimmt ein Schild, weil der ein Schild hatte. Richtig? Brauche ich das Schild, ist die Frage. Dann könnte ich bestimmt blocken, ohne dass ich Schaden bekomme oder wenig Schaden. Oha, das wäre geil. Oh, 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 oh. Hier ist was, hier ist was. Hier ist ein Schmetterling, hier ist ein Schmetterling. Wo ist er? Da! Oh, der ist zu schnell. Komm her, komm her. Komm her, du Mistkrittel. Wo willst du hin? Ich habe gehört, die haben das Leben von den Schmetterlingen genervt. Entschlossenheitskurbel. Okay. Was macht die? Entschlossenheitskurbel. Erhöht Entschlossenheit des Griffs. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben keine Entschlossenheit. Wir haben Technik. Oh. Oh, ich höre was. Ich höre was stöhnen. Noch ein Stargazer. Das geht ja hier voran. Und wer bist du? Oh, hier ist jemand. Hier ist jemand. Das spüre ich. Oh mein Gott. Oh, oh, oh mein Gott, ich bin erschrocken. Was war das? Oh. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Jo, jo. Das Item nehme ich noch. Jo, 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 jo. Ich komme nicht weg. Doch. Ja. Geil. Und da geht's noch hoch. Safe. Safe Call. Na, wo willst du hin? Weg, 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 weg. Okay, gut. Als nächstes, wir kommen noch höher. Ew. Oh, mehrere. Ich möchte dich eigentlich treffen. Dich! Oh Mann, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann dich! Ey, ich hab hier keinen. Ich kann ihn nicht schlagen! Drehen! Ah! Weil mein Schlag von außen kommt. Oh! Oh, hier ist eine Tür, stimmt. So.
Das ist ja sowas wie ein Shortcut. Waren wir hier schon? Warum denn die Tür? Das heißt, wir mussten schon vorher hier irgendwo hingekommen sein. Also hätten wir hinkommen können, oder? Wir sind jetzt... Wo sind wir? Ach so! Okay, verstehe. Da unten ist der Stargazer. Ah ja. Hier hätten wir wirklich hochklettern können. Das habe ich bloß nicht gesehen. Na gut. Und was gibt's hier? Okay. Ah, hier unten ist der Typ. Hier gibt's noch eine Leiter. Ey, was bringt mir das denn? Das ist ja Quatsch. So. Hier kommen wir schnell voran. Schnell voran. Ja. Nein! Oh mein Gott! Steh auf! Steh auf! Bleib! Oh mein Gott. Ich bin total erschrocken. Ja! Hast du dich mal die Beine noch gezogen lassen? Okay, ich muss schleifen. Okay, das mit dem Schleifen finde ich so geil. Da kriegst du so ein richtig geiles Feeling. Waffe wieder aufgeladen. Zack, und los geht's in die Schlacht. Oh, hallo, wer bist du denn? Admirers seem to follow me everywhere. Okay, hi. Pleased to see you, my stalker friend. Na klar. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Hey, Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. Okay, cool. You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there. He is the richest man in Krat. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Ja, was wollt ihr denn mit dem Geld von den Typen, also von Venigni, wenn ihr einfach nichts damit anfangen könnt? Ich meine, guckt euch doch mal um. Die Menschheit ist krank. Die Roboter beherrschen gerade die Welt. Was wollt ihr denn mit Geld? Seid ihr blöd? Das Geld hat doch nichts mehr wert. Ja, Leute, ich würde sagen, beim nächsten Mal mache ich einfach weiter. Und lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.